51 Seiten Notizen. 51 Seiten handschriftliche Notizen. Genau. Du hättest aber auch sagen können, dass ich einen Tag Urlaub brauche. Das war halt meine mündliche Bachelorarbeit. Ich habe halt viel gelernt. Also. Aber ich habe auch das Ganze auf weniger Seiten. Sehr schön. Mach mal ein Geräusch mit diesen Notizen. Das sind doch maximal 3, Elias. Niemals 51. Okay, 10. 15. Na gut. Alarm und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu der heutigen Folge von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. An meiner Seite begrüße ich Olli. Hallo Elias. Und Carol. Moin Elias. Also mein Thema ist heute Mamluken oder Mamluk. Ihr habt ja schon ein bisschen was von mir mitbekommen, was das ist, aber wusstet ihr vorher, wer, was oder wo, wie auch immer, Mamluken, habt ihr jemals schon was davon gehört? Ja, kurzzeitig bei Napoleon hatte ich was mal gehört, aber was das genau war, das wusste ich nicht. Gut, oder wer das genau war. Ich dachte, es ist eine Affenrasse oder eine Affenart. Die Molukken oder sowas, wie war das? Das ist nur was anderes. Ja, wir sind nicht so informiert. Ja, das sind die meisten in Europa. Die Mamluken, die bei Napoleon vorkommen, sind die Nachfolger der Mamluken, von denen ich euch heute berichten will. Die stehen in einer Linie, aber sind nicht die, auf die ich mich heute beziehen möchte. Heute geht es um das Ende des Mittelalters und den Anfang der frühen Neuzeit. Und geografisch befinden wir uns hauptsächlich in Ägypten. Ist dann die Begrüßung Selam ägyptisch? Nein, das ist Tscherkessisch. Tscherkessien liegt auf der nördlichen Seite des Kaukasus. Ja, warum habe ich die Begrüßung benutzt? Das wird sich noch zeigen. Ich bin gespannt. Ja. Also, ich weiß nicht, wir befinden uns jetzt 1240 in Ägypten und Palästina, also in dem arabischen Raum dort. Was war zu dieser Zeit dort hauptsächlich oder was war der große Konflikt in dieser Zeit? Wisst ihr das ungefähr? Also, es gibt den großen Konflikt zwischen den Arabern und den christlichen Kreuzfahrern. Ja, natürlich. War das 1200? Ah, okay. Genau. Ich dachte, es ist eher gewesen. Ja gut, okay, 1095 war der Kreuzzugsaufruf, 1099 dann die Eroberung von Jerusalem und dann halt bis... Aber dann hat es da weiterhin geknallt. Genau, ja. Bis dann der letzte Kreuzfahrer ins Meer getrieben worden ist von... werden wir sehen. Also wir befinden uns in dieser Zeit. Und es gibt einen sehr bekannten arabischen Fürsten. As-Salah-Din. Ich hoffe also, man verzeiht mir meine arabische Aussprache, die ist nicht so besonders gut. Aber As-Salah-Din Ayyub. Uns besser bekannt als Saladin. Ich glaube, so ein Dönermann bei uns um die Ecke heißt so. Genau. Also Saladin war der Jerusalem... Saladin. Ja. Aha. Der hat wieder zurückerobert, oder? Genau, Jerusalem. Und hat dann aber wieder kurzzeitig mit Friedrich dem Zweiten die Stadt wieder freigegeben. Ja, aber das war einer, der hat die Stämme und Fürstentümer wieder geeinigt unter den sogenannten Ayyubiden. Das bezieht sich auf seinen Vater,
Der hat quasi die Dynastie der Ayyubiden gegründet, die in dieser Zeit herrschte in Ägypten und Palästina. Und da, ja, Großsyrien ist ja Al-Shams, glaube ich, heißt Großsyrien. Das ist quasi die Region mit Syrien, Libanon, Palästina, Jordanien, das ist Großsyrien. In dieser Region und Ägypten herrschten die Ayyubiden. Und es war schon im arabischen Raum seit längerer Zeit Brauch, sich abzusichern oder eine Elitegarde aufzubauen. Und dazu hat man auf ein Mittel zurückgegriffen, weil während, also muss ich noch mal viele Jahre zurück an den Anfang der arabischen Expansion. Also die haben sich ja aus der Wüste hinaus ausgebreitet innerhalb von wenigen Jahren. Und man kann sich vorstellen, viel Araber gab es nicht. Also die paar, die in der Wüste gewohnt haben, damit konntest du kein Heer aufbauen und keine weltweit, also Europa, Afrika, umfassende Herrschaft aufbauen. Und die mussten eben auf Leute von außerhalb zurückgreifen. Und das ist dann so umgesetzt worden, dass man auch aus Schutz gegenüber den anderen Arabern, die immer im Kampf um die Macht waren, weil die ja irgendwie alle voneinander abgestammt haben und dann Ränkespiele und sowas, hat man halt explizit und auch sehr absichtlich auf Krieger von außerhalb zurückgegriffen und hat damit eine Garde aufgebaut. Also Söldner, Söldner Ja, nur das sozusagen. haben die meisten nicht ganz freiwillig gemacht. Oh, ah. Weil, Gut. also ich weiß nicht, inwiefern euch der Aufbau der arabischen Sprache bekannt ist. Die haben ja Radikale, das müsste das, glaub ich, heißen, um die dann quasi die Wörter aufgebaut werden. Also zum Beispiel ist das Wort also Salam, Frieden oder Hallo, und Islam ist dasselbe Wort an sich, derselbe Stamm, ist nur eine andere Form. Also Frieden und Islam ist eigentlich, oder Hallo ist alles das ungefähr selbe. Und bei dem Wort halt Mamluk, das ist die Grundkonstante MLK, und das heißt so etwas wie besitzen oder in Besitz sein, in Besitz genommen oder halt einfach Sklave. Und diese Mamlukengarde, die halt schon 800 bekannt ist, war eigentlich eine aus den, in Anführungszeichen, barbarischen Ländern nicht ganz friedlich rekrutierte Garde, die in jungen Jahren ausgebildet worden sind und dann auf den Kalifen eingeschworen sind. Aber schon im ersten Kalif, also in dem Kalifat, bevor das dann zerbrochen ist, haben die eigentlich die Macht im Hintergrund übernommen und haben dann die Kalifen quasi als Marionetten benutzt. Die Mamluken. Genau, die Mamlukengarde. Okay. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das noch ein Kalifat mit einem Kalifen an der Spitze, die sich auf Mohammed oder seine Nachfolger berufen haben. Ja. Das sollte sich dann aber ändern. Genau, wir befinden uns also in der Zeit der Ayyubiden in Ägypten und Syrien. Und nach Saladin war die Herrschaft der Ayyubiden mehr oder weniger in inneren Konflikten oder durch innere Konflikte gekennzeichnet. Also der hat sein Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt, sein Bruder hat dann aber noch mitgesprochen und die haben sich eigentlich gegenseitig bekämpft, statt die Kreuzritter zu bekämpfen. Ja, so konnte man quasi keinen Frieden in das Land schaffen. Und dann befinden wir uns eigentlich im Jahr oder in den 1250ern. Und an der Macht ist in Ägypten Asali Ayyub. Und die Ayyubiden versuchten auch, sich abzusichern, indem sie Mamluken kauften. Also das war ein richtiges Geschäft mittlerweile. Also es gab Sklavenhändler, die haben dann Kinder gekauft im nicht-muslimischen Ausland und haben die dann nach Ägypten, Syrien gebracht und dort verkauft. Und eben Asali Ayyub baute dann eine Leibgarde auf und
kasernierte die auf der Nilinsel Roda. Und das sind jetzt zwei Namen, die später noch wichtig sind, nämlich die Barier und die Salihi. Die Barier, das sind die Elite-Mamluken, die sich auf dieser Insel befunden haben. Also Fluss heißt auf Arabisch Bari. Und die Barriere, das sind die auf der Insel. Und Salihi, das sind die Mamluken von Asali Ayyub. Also die bekommen immer einen Zunamen von dem Besitzer, den sie haben. Und die Salihi sind die von Asali Ayyub. Also viele Namen jetzt, aber das kriegen wir hoffentlich irgendwie hin. Ja, Und okay, gut, ja. ja, es gibt halt nur, dass es die Barbaria gibt und die Salihi gibt. Die Barbaria sind eigentlich die Elite unter der Elite. Dann, also können wir mal ein bisschen, ist es möglich, dass wir mal in die Praxis, also das ein bisschen in dieses Konstrukt reinschauen können, weil Sklavensoldaten oder ein Sklavenheer, wie kann ich mir denn das vorstellen? Wie sind die denn dazu gebracht oder gezwungen worden, für einen bestimmten Herrscher zu kämpfen? Warum haben die denn nicht einfach ihre Sachen genommen und haben, sobald es sich eine Gelegenheit geboten hat, das Weite gesucht, zum Beispiel? Ja, also Punkt 1 ist definitiv das Ankaufen in sehr jungen Jahren, in vorpubertärem Alter. Okay. Die werden in vorpubertärem Alter an den Königshof gebracht, werden dort ausgebildet, wirklich gut ausgebildet. Also die konnten lesen, Ja. schreiben, reiten, Ja. kämpfen, Bogenschießen, alles. Da waren wirklich Elitekämpfer Ja. und werden halt wirklich Gehirn gewaschen. Die werden auf den Sultan Eingeschworen, wie eingeschworen, du es ja genau. schon sagtest, ja, da habe ich mich aber eben gefragt, wie kann man denn einen erwachsenen Menschen einschwören? Okay, klar, wenn das natürlich so früh schon seinen Beginn hat, in so frühen Jahren, dann klar, ist das wirklich eine Gehirnwäsche und eine maximale Beeinflussung, Manipulation dieser Menschen. Okay. Und ihnen scheint es Und ja dann auch nicht schlecht gegangen zu sein, wenn sie sogar genau, man lesen darf nicht konnten. das Bild haben von einem amerikanischen Sklaven oder ähnliches. Also Sklaven haben im arabischen Raum immer noch Rechte. Und die werden nicht wie Untermenschen behandelt, sondern die waren teilweise dadurch, dass sie Mamluken waren und wirklich Elitekämpfer waren, in Gerichtsverhandlungen oder sowas viel mehr wert als der einfache Bauer. Also sie hatten gewisse Privilegien im Ja. Gegensatz zum einfachen Voll. Genau. Bevölkerungsstand. Und im späteren Okay. haben sie es auch ganz schön raushängen lassen. Und da war auch der Status eines Mamluk viel wert, obwohl es eigentlich ein Sklave hieß. Übrigens, der Begriff Sklave kommt aus dem Arabischen und bezieht sich auf die Slawen, weil die haben das auch so. Sakalik oder sowas heißt das irgendwie in die Richtung. Und dann kommt davon wieder Sklave, aber naja. Also es gibt auch wieder den anderen Begriff für Sklave, den wir kennen, über den Slawen als Sklaven. Hey, interessant. Okay. Ja. Gut, also wir haben jetzt quasi zwei Herrscher, kann man das so sagen? Wenn ich das Ja jetzt. gut, das ist der Oder. Nachfolger von Ja, ja, Saladin oder ja. einer Okay, der okay. Nachfolger. Also zu Gut, der nur Zeit, wo das. wir uns befinden, gibt es einen Herrscher in Ägypten, einen oder ja gut, mehrere in Syrien. Und ja, die bekämpfen sich gegenseitig. Und um sich gegenseitig zu bekämpfen, bauten sie halt alle diese Mamlukengarden auf. Neben normalen Truppen. Okay. Aber Mamluken sind halt teuer, weil du musst sie als kleines Kind auf dem Sklavenmarkt kaufen und dann ausbilden. Das ist teurer als ein Bauer, den du unter Waffen stellst. Aber dann kommt es zu einem neuen Kreuzzug unter Ludwig dem Heiligen von Frankreich. Und Nämlich wann? 1200 57 müsste das noch gewesen sein, ne? Ich gucke mal gerade die genaue Jahreszahl Ja. nach. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, sorry, tut mir leid, ich habe Gar kein dich jetzt ein bisschen aus Problem. dem Konzept gebracht. Ich weiß es ja eigentlich, aber gute Frage, wann? Naja, es sind so viele Zahlen, ich. Schwachsinn, 1250. Genau. Okay, Das sind nämlich immer gut. schöne runde Zahlen. Ja. Also 1250 kommt es zum Kreuzzug Ludwig des Heiligen von Frankreich.
aber der eben benannte Asseli Ayub stirbt. Ja. Und sein unfähiger Sohn Turanschah kommt an die Macht. Und er schafft es noch, diesen Kreuzfahrer oder dieses Kreuzfahrerheer bei Al-Mansura zu schlagen. Aber es lag wohl nicht an ihm, sondern an den Mamluken, die. Ja. Also ich habe eine ganz interessante Beschreibung von der Schlacht gelesen. Also das ist eine Stadt kurz vor Kairo. Und die Kreuzfahrer ziehen ein. Und die Stadt wird quasi verbarrikadiert. Die schmeißen Sachen von oben auf die Straßen runter. Also der Vorteil von den Kreuzfahrern waren ja schwer gepanzerte Ritter. Ja. Aber dann haben auf Pferden. Und dann haben die halt diese Sachen von oben runtergeschmissen und die kompletten Straßen quasi zugebaut. Und sind dann vom Dach runtergesprungen und Mamluken sind sehr leicht gerüstet. Die haben keine schwere Rüstung an. Ja, Das sind ja. gute Nahkämpfer und gute Bogenschützen. Und die haben die Ja. dann quasi im Straßenkampf fertig gemacht. Und dieses gesamte Heer wird in den Straßen von Al-Mansura abgeschlachtet. Und der Turan Schah soll dann auch im weiteren Verlauf sich nicht gerade als guter Herrscher gezeigt haben. Und das ist im arabischen Raum relativ wichtig, ein guter Herrscher zu sein. Also es gibt ja nicht dieses klassische Adelssystem, wie wir es in Europa haben, sondern es kommt immer noch viel darauf an, was du zeigst. Also in der Zeit im arabischen Raum. Und ja, kurze Zeit später stirbt auch Turan Schah, der dann eigentlich die Nachfolge von seinem Vater eintreten sollte, weil er sich eben wohl nicht als guter Herrscher gezeigt haben soll, oder, ist auch eine Theorie, er hat ja auch seine eigenen Mamluken, weil jeder hatte seine eigenen Mamluken und er hat die mitgebracht und dann wollte er seine eigenen Mamluken in die führende Position bringen. Fakt ist auf jeden Fall, er wird getötet von Mamluken, Turan Schah. Und dann gibt es das sogenannte Recht der Türken. Der Türken deshalb, weil diese Mamluken sich meistens aus einer türkstämmigen Schicht rekrutierten. Also wieder auch ein bisschen zurück. Also die Türken sind ja eingewandert. Die Türken waren ja nicht immer schon in der Türkei oder Kleinasien, an Anatolien. Das ist ja erst relativ spät passiert. Also die eigentlichen Türken kommen ja aus Usbekistan, Kasachstan, aus der Region. Und sind dann über den Kaukasus in die Türkei eingewandert. Und zu der Zeit, wo wir uns befinden, sind die erst im Einwandern. Und dementsprechend wurden quasi aus diesen Türken, die zu der Zeit noch keine Moslems waren, diese Mamluken rekrutiert. Und vor allen Dingen war eine Schicht sehr beliebt, die Tscherkessen. Die als sehr, also neben den Türken, die Tscherkessen. Das waren die beiden Rekrutierer, also die beiden Völker, aus denen die Mamluken sich rekrutiert haben. Ich muss noch mal ganz kurz Tscherkessen mit Ja, R, genau, oder? ja. Ja, also Tscherkessen. TSCH und dann ER, Genau. Tscherkessen. Okay. Alles klar. Heute eine Republik oder wie das heißt in Russland. Okay. Überall von Du, Georgien. ich muss mal, da, ich hoffe, du nimmst mir es nicht übel, Olli Machen. und Elias. Die ganze Zeit habe ich so ein bisschen im Kopf, mischen da auch irgendwie noch Assassine mit? Die Hashashin, ja. Hashashin. Weiß nicht, ich kenn das nur als Assassine oder Ja, Assassinen. das sind die Das war doch Haschisch auch nehmen. irgendwie schiitisch-islamische irgendwas. Und das war doch auch Ja, im du bist da gar nicht so Zeitalter der falsch. Kreuzzüge. Genau, aber die Haschischiyun waren eher im heutigen Irak, Iran Ah, beheimatet. andere Region. Okay, Genau. okay. Gut. Wenn die Mamluken die Macht ergreifen und irgendwann auch nach Syrien greifen, treffen sie dann auf die Haschischiyun und dann Okay. ist zum Konflikt zwischen den beiden. Ja. Okay, fiel mir nur so ein, weil sich das doch ähnelte, so von der Kampfesart her, beziehungsweise so von dem, ja, hatte so ein Touch. Okay, alles klar, Entschuldigung, weiter. Wir waren stehen geblieben bei Dem Tod von Turan Schah bzw. der Ermordung und dann dem türkischen Recht. Und genau, und du hattest den Kampf um diese eine Stadt vor Al-Mansura, genau. Kairo, glaube ich, genau beschrieben. Ja, also die
Kreuzfahrer waren ja besiegt, wurden wieder ins Meer getrieben und der Führer wird aber, also der Sultan Turan Schah wird getötet. Ja. Und das Ganze ist passiert am 1. Mai 1250 durch den Führer, der Bari, der Barbaria, wo ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Die auf der Insel. Genau, die von der Insel, also die Elite der Elite. Ja. Und dieser Führer hieß Faris Aktay. Mhm. Aber jetzt nochmal wollte ich erklären, was das Asad al-Türk, das Recht der Türken ist. Richtig. Und zwar ist das dasjenige oder dasjenige Recht, dass der Königsmörder König wird. Also bist du so stark, dass du den König töten kannst, dann wirst du selber König. Das wurde bei den Türken außerhalb, also bei den Türkstämmigen, ich sage jetzt gerne Türken, aber das sind nicht die heutigen Türken, wurde das so praktiziert. Mhm. Ja, heißt ja nicht nur sonst Königsmacher, ne? So. Ja. Ja. Daher kommt das vielleicht auch. Ja, nicht ganz, aber. nun war das halt so ein bisschen das Problem, dass denen die Legitimation fehlte. Mhm. Weil sie hatten halt eigentlich als Sklave keinen Anspruch auf die Herrschaftskrone. Ja, die Legitimation wäre dann das Schwert in der Brust des anderen, ne? So. Ja, aber in der arabischen Welt nicht so viel wert. Okay. Und dann kommt eine Frau ins Spiel, Jadjar ad-Durr. Wie immer. Die einzige Sultanin, die es jemals gab. Mhm. Diese heiratete dann nämlich den bis jetzt unbekannten Mamluk Aybak und wurde Sultanin. Aybak wurde ein sogenannter Atabak oder Atabek. Das ist quasi der oberste Militärführer. Und Jadjar ad-Durr trat quasi nach außen auf. Als die Sultanin ist quasi, ist das die Frau von dem von dem Turan Shah? Nein. Nein. Das war die Frau von Asadi Ayub. Das war die Mutter von Turan Shah. Ah, die Mutter. Okay, alles klar. Aber sie ist dann im Prinzip an die Macht gekommen. Durch die Heirat erstmal. Genau. Oder? Ja. Mehr oder weniger hundertprozentig. Also im Hintergrund war Aybak und dem Rat der Mamluken eigentlich die geherrscht haben, aber wer wirklich wie viel Macht da jetzt hat, das ist immer eine Forschungsdiskussion. Okay. Genau, aber dann sind wir jetzt 1250 quasi die erste Machtergreifung der Mamluken, indem sie halt eine Marionette versuchten einzusetzen mit der Frau, die aber gar nicht so wenig Macht hatte. Ist das damit schon ein Mamlukenstaat geworden? Das ist immer schwierig, ne? Weil sie haben ja nur einen Hintergrund. Ja. Okay. Upsi. Dann haben wir aber immer noch die Ayyubiden in dieser Zeit in Syrien. Und dann haben wir, oh Gott, jetzt wird es wieder schwierig, An-Nasr Yusuf. Und der erkennt die Herrschaft der Mamluken nicht an. Oder der Jadjar ad-Durr. Und eben er sagt genau, dass das eben als Sklaven keine legitimen Herrscher sind. Und als Herrschaftslegitimation versucht dann Aybak einen neuen Sultan einzusetzen. Dann wird nämlich Al-Malik Mu'iz eingesetzt. Das war ein 6-jähriger Ayyubide aus dem Jemen. Ein 6-jähriger? Ja. Alles klar. Entschuldigung, der hieß Al-Ashraf Musa. Diese ganzen Namen. Al-Ashraf Musa. Das war aber eigentlich nur ein Marionettensultan. Ja, wenn er 6 Jahre alt war. Ja. So, dann versuche ich jetzt ein bisschen weiter zuzugreifen. Auch Aybak lebte eigentlich nicht lange. Und ein neuer Sultan trat auf den Plan, oder ein neuer Mamluk. Und das war Qutuz, hieß der. Und zwar war es so, dass im April 1257 Jadjar ad-Durr ermorden ließ. Den Typen aus Syrien? Nein, ihren Mann. Warte mal eine Sekunde. Ach ja, Jadjar ad-Durr war die Frau, des gestorbenen Sultan. Ich versuche es noch ein bisschen zusammenzufassen. Also der erste oder der letzte richtige Ayyubide, Asali Ayyub. Ja. Dessen Sohn, Turan Shah, wird eigentlich sofort im Kopf kleiner gemacht. Jawohl, klar. Es bleibt übrig,
Die Sultanine? Die Frau von ihm, ja. Also von Asali Ayub Shajaratur, die den Mamluk Aybak heiratet. Ja. Dann kommt der andere Typ da. Dann setzt Aybak zur besseren Legitimation Ashraf Musa ein. Ja. Und dann, 1257, lässt Shajaratur ihren Mann Aybak ermorden. Alles klar. Okay. Daraufhin, jetzt sind wir nämlich bei Kutuz, den ich erwähnt habe, tritt eben der sogenannte, also der neue Sultan, Mamluken-Sultan an die Macht. Das ist Kutuz. Aber es ist immer noch so fraglich, Mamlukenherrschaft, ja, nein, der hat sich auch versucht zu legitimieren. Aber zu dieser Zeit tritt eine neue Macht auf den Plan, eine schreckensbringende Macht, also die ganze Welt hat davor erzittert. 1258 ist nämlich etwas sehr Wichtiges passiert. 1258 ist Bagdad geplündert worden und gefallen. Wer könnte das gewesen sein? Also Bagdad, eigentlich die Hauptstadt der Welt bis zu dieser Zeit, Hauptstadt des Kalifats, eine der größten Städte der Welt zu dieser Zeit, kulturelles Zentrum. Die Türken? Nee. Nicht ganz, ne? Türken waren früher. Aber wenn du sagst ja auch eine neue Macht, die neue Macht. Ja. Aber du bist mit einem Nomaden Volk. Ja, klar, die Mongolen hier, wie hieß er da, Dingsbums auf dem Pferd hier? Nee, war der da? War der da schon? Das dürfte nicht ganz hinpauen. Wie hieß denn der Typ? Ach, Mann. Dieser Mongolenführer, das war später, früher, ich weiß es gar nicht genau. Ich weiß es nicht. Wenn du Olli, du weißt es? Genghis Khan meinst oder Genghis Khan? Ja, wann war Genghis Khan? 1260 bis 1227. Bäm! Und, war was? Ja, nicht Genghis Khan, der ist 1227 gestorben, war. Ach so, 1260 bis, okay, schade. Aber du bist ganz falsch, es waren die Mongolen. Doch. Ja, nämlich in seiner Nachfolge. Ah, okay. Also, nach seinem Tod haben wir noch seine Nachfolger das Reich weiter vergrößert. Also, dementsprechend bist du da vollkommen richtig eigentlich. Es war es halt nicht Genghis Khan, sondern seine Nachfolger. Ja. Also seine, so, und die sind das erste Mal eingeritten. Genau, und haben die... Und haben da einfach mal Randale gemacht. Haben am Bagdad Pferd, also auf den Grundstein niedergebrannt und den Kalif getötet. Okay. Der Kalif halt als Oberhaupt aller Muslime. Das war schon ganz schön heftig. Ja. Und die wollten halt dann weiter nach Ägypten. Und bis dahin sind die Mongolen noch nie geschlagen worden. Die waren also wirklich ungeschlagen und gefürchtet. Und Kutuz tritt eben dann diesen bis dahin ungeschlagenen Mongolen gegenüber. Das Ganze ich muss mal noch mal ganz kurz den Kutuz fragen. Ist der Kutuz jetzt wieder mit dieser Sultanine verfahren? Nein, der hat die ist. Nein, die ist auch. Meine, also nach dem Mord an ihrem Mann ist die ins Gefängnis geschmissen worden. Ah, okay. Und dann kurze Zeit später gestorben. Ich dachte, die hat sich aber 5 Jahre einen neuen General angelacht oder so, einen Mamluken-General. Nee. Okay, gut, alles klar. Das heißt, die ist weg vom Fenster und Kutuz ist da. Genau. Und der tritt jetzt eben am 3. September 1260 den Mongolen entgegen. Ich dachte, du sagst, sie sind ein Arsch. Die Mongolen waren sich eigentlich am Ausbreiten, aber also das war die Expansionswelle unter Hülegü. Der, wenn ich mich jetzt aber gerade richtig entsinne, zu dieser Zeit wieder zurückkehren musste, weil sein Onkel, also der Großkhan war gestorben. Also im Mongolischen Reich war es so, es gab einen Großkhan und mehrere Unterkhane oder Khane und Hülegü war eben einer dieser Unterkhane und die mussten zurückkehren, um die Wahl eines Großkhans zu tätigen, sage ich mal.
Trotzdem war die Hauptstreitmacht zurückgeblieben und trat eben am 3. September 1260 den Mamluken entgegen. Mhm. Bei Ain Jalut, das ist in der Nähe von Nazareth. Mhm. Und in dieser Schlacht konnten die Mongolen zum ersten Mal besiegt werden. Darf ich mal fragen, die Mongolen, ich bin da etwas unbeleckt, die Mongolen, gab es da so eine Hauptreligion? Ui, Mongolen und Religion ist schwierig. Also die hatten einen Hauptgott, danach wird die Religion auch häufig benannt, das ist Tengri. Mhm. Jedoch war das eine sehr, also eine wie heißt das so? Also eine einfache Religion. Und die haben relativ schnell die Religionen der Länder übernommen, wo sie waren. Mhm. Also in China haben sie relativ schnell den Konfuzianismus und Hinduismus und teilweise auch Buddhismus übernommen, im arabischen Raum. Gut, also halt mit dem Islam hatten sie aber, also es gab jetzt keine zentrale Religion irgendwie, um das sich alles drehte. Mhm. Die Mongolen waren natürlich ein Vorteil. Sehr offen. Mhm. Es gibt eine lustige Geschichte von, also die Nachfolger von Hülegü haben in heutigen Iran eine Herrschaft aufgebaut. Das waren dann die Ilkhane, hießen die. Ja. Dann gibt es von einem Ilkhan die Geschichte, dass er zuerst irgendwie halt Tengri war, dann Christ, dann wieder Moslem, dann wieder Christ, dann war er Buddhist, dann war er Christ und Moslem. Also der ist hin und her gewechselt, wie es ihm gerade gefallen hat. Wie die Unterwäsche so. Was gerade besser war. Naja. Klar, okay. Gut. Aber nochmal zurück zur Schlacht bei Ain Jalut. Das war nämlich die erste große Niederlage der Mongolen. Zum ersten Mal wurden sie wirklich gestoppt. Bis dahin hatten die einen Siegeslauf, wie vielleicht noch Alexander der Große. Mhm. Oder nicht mal Alexander der Große ist so weit gekommen. Mhm. Und wichtiger Teil dieser Schlacht bei Ain Jalut waren wiederum die Bari. Also die Barier, die Leute vom Fluss. Ja. Die waren zwischenzeitlich mal vertrieben worden, weil sie zu viel Macht haben, aber das würde jetzt das Ganze sprengen. Ja. Und einer dieser Bari trat als genialer Feldherr heraus. Mhm. Der hieß Baybars. Mhm. Und dieser Baybars hingegen tötete jetzt auf der Rückkehr nach Ägypten Kutuz. Lass mich raten. Nein. Sorry, ich habe sie vorausgegeben. Himmel, Herrgott. Olli, du hast was auf dem Herzen? Also, die Mongolen waren im Prinzip ohne ihren Führer bei dieser Schlacht. Den Hauptführer, sag ich mal. Wenn ich mich recht entsinne, war der unterwegs nach, in die zentralen Mongolei, um den Großkhan wieder zu wählen. Ja, ja, ist schon klar. Ich muss mal kurz, weil ich habe einen Zahnarzttermin. Ja, ja, nee, ist klar. Dementsprechend war das halt kein vollkommener Sieg, aber es war schon ein wichtiger Sieg. Ja. Okay. Und bei Bars hat also dann diesen Kutuz gemeuchelt. Genau. Und dann war er wieder Königsmörder und ist dann Sultan geworden. Mein Gott. Und bei Bars. Das ist ein Hauen und Stechen. Ich kann dir mal die Berberstaaten vorstellen. Das ist witzig, sage ich dir. Da ist keiner eines natürlichen Todes gestorben. Das ist also die Berberstaaten im Mittelalter. Hui. Nicht schlecht. Okay, so, da haben wir also jetzt Baybars. Genau, und der, kann man sagen, war der erste richtige Mamluken-Sultan. Der hat nämlich dann von 1260 bis 1277, 17 Jahre lang, geherrscht und wirklich geherrscht als König und baute dann das Sultanat der Mamluken auf und versteckte sich eigentlich nicht mehr hinter einem Marionettensultan oder einer Frau. Oder also, der trat wirklich auf und war Sultan. Aber wie konnte er denn seine Macht festigen, ohne dass er eine Strohfigur, Strohfrau, Strohmann hatte? Ist das irgendwie? Ja, also es gibt verschiedene Ansätze, wie er das angegangen hat. Also einerseits war seine Macht durch den Sieg über die Mongolen dermaßen gefestigt, weil er eben als Verteidiger des Islams aufgetreten ist. Er ist auch es gibt von ihm Khaldun, das ist einer der wichtigsten Geschichtsschreiber im mittelalterlichen Arabien oder arabischen Raum, eine Aussage, dass eben die Mamluken ein Segen oder eine Gnade göttlicher Vorsehung gewesen wären, weil sie eben die Mongolen als die Plage von Gott oder die Plage die Plage schlechthin aufgehalten haben. Und genau in dieser Reihe steht halt bei Bars, der als Sieger von Ain Jalut auftritt.
den Kutuz, der halt mit dabei war, den hat er ja schnell da verschwinden lassen. Und dementsprechend war das ganz klar eine Auszeichnung für ihn und daraus konnte er Macht schöpfen. Andererseits, ich habe ja erwähnt, der letzte Kalif wurde eigentlich hier getötet. Und also 1258 in der Schlacht von, also um Bagdad. Es gab jetzt aber zwei Nachfolger von ihm, die auftauchten, die also die behaupteten, so genau ist das nicht belegt, dass sie seine Nachfolger wären. Und auch wieder aus den Reihen der Mamluken, ja? Also nein, was ganz anderes? Das, die Kalifen waren ja Nachfolger von Mohammed. Ach so, natürlich, Entschuldigung. Nein, ja, das ist, wir reden über die Kalifen, genau. Das ist korrekt. Ja, okay. Und die tauchten auf und behaupteten halt, sie wären Nachfolger des Kalifen. Ja. So genau ist es nicht so klar, ob das wirklich so war. Behaupten kann man viel, wenn der Tag lang ist. Ja. Und bei Bas hat dann den ersten zum Kalifen ernannt. Also ein Sultan ist ja quasi sowas wie ein König. Und der Kalif ist, naja, fast noch machtvoller Papst als ein ähnlich. Kaiser, Papst, irgendwie so ein Kaiserpapst. Und er hat ihn eben zum Kalifen ernannt und ihm die Treue geschworen. Und dann wurde er... Cleverer Schachzug, er hat seine Ruhe. Und er wurde er von diesem Kalifen zum Sultan ernannt. Also er wurde dann quasi vom Kalifen, der ja von ihm abhängig war, zum Sultan ernannt. Damit war er auch wieder legitimiert. Und dann hat er diesen Kalifen mit einer viel zu kleinen Truppe nach Bagdad geschickt, damit er das zurückerobern kann. Wunder, oh Wunder, ist der Kalif gestorben. Hat's nicht überlebt. So ein Pech. Ja, das tut mir leid. Und der zweite, der dann aufgetaucht ist, den hat er dann wiederum eingesetzt. Und daraufhin, also es gibt quasi dann eine weitere Folge von Kalifen, aber es waren eigentlich nur noch Marionettenkalifen. Also bis zur Mitte des Mamelukensultanats wurde der mamelukische Sultan jeweils vom Kalifen eingesetzt, aber nicht ganz so friedlich. Vorher wurde der Kalif erstmal bestimmt vom Sultan eigentlich. Aber irgendwann dreht sich das Bild nämlich tatsächlich um und dann ernennt der Sultan den Kalifen. Okay. Kurios. Was bis dahin ein Unding gewesen wäre, aber sie haben das halt in ihrer Herrschaft irgendwie geschafft, das Ganze so ein bisschen umzudrehen. Und irgendwann geht der Titel dann ja nach dem Fall der Mamluken zu den Osmanen über. Naja. Aber wir haben eben jetzt in Ägypten, also eigentlich hauptsächlich in Ägypten unter Baybars, den Mamluken-Staat. Also Staat klingt das, ist das falsche Bezeichnung, aber damit man sich das vorstellen kann. Genau, und seitdem kann man eben von einem Sultanat der Mamluken sprechen. Einem Sultanat von Sklavenkämpfern, die aber in der ägyptischen Form als Sklaven gekauft, ausgebildet und dann freigelassen worden sind. Ist doch kurios. Wir haben, bevor die Mikrofone so richtig scharf gestellt wurden, kurz über die Serie Game of Thrones gesprochen. Und da gibt es ja auch so eine ähnliche, ne? So ein ähnliches Heer, so eine Truppe. Meinst du die unanrührbaren? Wie auch immer, genau. Ja. Das war auch so eine Truppe. Muss ich die ganze Zeit jetzt so dran denken, wenn du davon erzählst. Okay, aber. Ja, das geht schon in die Richtung. Ich glaube, da hat sich George R. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen was abgeguckt, ne? Schon ein bisschen was abgeschaut. Ja. Aber die waren dann schon freigelassen. Also in den ersten Jahren im Kalifat, wo ich erwähnt habe, da waren es keine, die wurden nicht mehr freigelassen. In der ägyptischen Form bekamen die normalerweise dann die Freilassung, um zum Heer übernommen zu werden. Lebten da dann danach aber immer noch in extremer Abhängigkeit zum Sultan. War halt so. Dann gibt es halt manchmal die lustige Situation, dass irgendwie ein Schreibfehler in dem Ding drin ist oder sowas. Dann musste sich dann irgendwie ein 60 Jahre alter Mamluk immer noch um seine Freilassung kümmern. Weil er halt offiziell nicht freigelassen war. Naja, die Bürokratie war auch schon damals. Gut. Genau. So viel zur, sagen wir mal, Genese des Mamlukenstaates. Ich werde euch jetzt noch ganz kurz ein bisschen was über die Hintergründe erzählen. Also die ersten Mamluken-Sultane waren eigentlich alles Kipchaken. Also was? Kipchaken. Kipchak, oder also die Kipchak ist eine Steppe in der Nähe vom Kaspischen Meer, also zwischen Kaspisches Meer, Schwarzes Meer, dort in der Region. Ich kenne nur Moin, Boom, Chuck. Okay, Kipchaken, Kaspisches Meer, okay. Genau.
Und es gab schon am Anfang eine kleine Gruppe von Tscherkessen und die wurde dann immer mehr. Und irgendwann übernahmen dann diese Tscherkessen die Macht. Und so kann man quasi die Geschichte, also die Herrschaft der Mamluken ging jeweils entweder von 1250 oder 1260 bis zum letzten Sultan 1517. Und es gibt quasi drei Einteilungsmöglichkeiten. Eben diese 10 Jahre der unklaren Herrschaft, 1250 bis 60. Dann gibt es die Herrschaft der Kipchaken. Das ist die sogenannte Bari-Herrschaft. Bari, weil sie alle eigentlich auf dieses Elite-Regiment auf dem Fluss zurückgehen. Und dann kommt irgendwann der erste tscherkessische Sultan. Barkuk heißt der. Saif ad-Din Barkuk. Und der gründet dann quasi die sogenannte Burja. Und Burja oder Burji geht zurück. Also die hatten dann irgendwann in Kairo eine Kaserne. Und die Tscherkessen lebten in einem gewissen Turm. Turm oder auch Burji. Also von Burji, von dem Turm. Oder auch Burg, je nachdem, wie man es nimmt. Und dann quasi diese dritte Episode ist dann die Herrschaft der Tscherkessen, beziehungsweise die Burji-Zeit, die dann sich vor allen Dingen aus Tscherkessen rekrutierte, die halt aus dem nördlichen Kaukasus kommen. Ja. Ja. Unter dann, also nochmal zurück auf die Kreuzfahrer, was mir gerade nochmal eingefallen ist, weil die waren ja immer noch da im Heiligen Land. Also bei Bas und seinen Nachfolgern wurde es geschafft, also einerseits die letzten ayyubidischen Herrscher in Syrien zu unterwerfen und auch die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land zu schmeißen. Also die letzte Kreuzfahrerbastion war ja Akkon, die Hafenstadt, und die fällt dann 1291. Und damit waren dann die Kreuzfahrer auch Geschichte. Aus dem Land geworfen von Sklavenkämpfern. Oder Sklavenkriegern, die eigentlich gar keine Moslems waren. Das, wenn ich mir das so angucke oder anhöre, wie lange ging diese Kreuzfahrer-Schose? Also es muss ja, also es war ja echt übelst lang, ne? Ja, also. Der Aufruf Wenn die, wenn die. 1295 und 1095, der Genau. Aufruf und 1291 die letzten aus dem Land geschmissen. Uiuiui. Ja. Okay. Okay. Ja. Das muss doch übelst, also es muss doch, also das muss doch für die, naja, klingt jetzt doof, Infrastruktur, also für quasi das Dagewesene, also wenn es dort so latent immer diesen Kampf oder diesen Krieg gegen die Kreuzfahrerstaaten gegeben hat, muss es doch dort permanente Zerstörung gegeben haben. Also unaufhörlich sozusagen. Ja, Also gut. so klingt das immer ein bisschen. Also ich habe jetzt so vor Augen den 30-jährigen Krieg oder so, Ja, das ist wo eben das du, falsche egal Bild. wo du hingeguckt hast, so alles platt, ne? So. Also das waren ja keine totalen Kriege oder sowas. Also, Sondern es beschränkte sich wahrscheinlich auf einzelne Städte, Regionen oder genau, so. also das war eine ganz klassische Taktik von Baybars. Also nicht nur die, ich nenne es jetzt mal Araber, waren sich ja untereinander uneins, die Kreuzfahrer ja genauso. Also die teilweise haben die Kreuzfahrer auf der Seite von den Mamluken gegen andere Kreuzfahrer gekämpft. Das war ja teilweise, also bei Bas hat das halt als Erste geschafft, die Gegner auszuspielen. Es gab ja dann verschiedene Fürstentümer noch und der hat dann mit einem Frieden geschlossen, das andere fertig ge gemacht, dann hat er das andere fertig ge gemacht mit der Hilfe von dem Dritten. Und er hat es halt geschafft, wirklich die gegeneinander auszuspielen. Aber das war dann meistens nur so, die Hauptstadt wurde halt be belagert. Viel und gut war. Okay, ja, Am verstehe. Schluss war die Kreuzfahrerherrschaft sowieso nur noch auf die Städte begrenzt. Ja. Und wegen Infrastruktur, also die Kreuzfahrer brachten ja auch Infrastruktur. Okay, ja, Also die stimmt. ganzen Burgen, die du momentan aus dem Heiligen Land kennst, Krakatau, Ja. Chevalier oder sowas, das sind ja alles Kreuzfahrerburgen. Und dementsprechend, die haben schon auch Infrastruktur gebracht und sowas wie Bombardements gab es ja einfach nicht. Also da wurde ja wenig Nein, nee, zerstört. klar. Und Ja. Überfälle und sowas schon gab es davor auch schon. Ich meine, das Heilige Land Palästinas, das einer der umkämpftesten Gebiete der Weltgeschichte.
Da gibt es ja kaum 100 Jahre Frieden. Während den Römern war es das Auflaufgebiet gegen die Parther und später gegen die Sassaniden. Und dann halt später dann noch Mongolen, Mamluken, Ayyubiden, Kreuzfahrer. Dann findet dort auch der Clash zwischen Osman und Mamluken statt. Was gibt es noch? Timur oder Timurlang oder Timurleng, das sind noch ein anderer, sich auf die Mongolen berufene Nomade, zieht auch dort durch. Dann ist halt auch das Auflaufgebiet zwischen Osmanen und Safaviden. Da immer kämpft. Immer kämpft. Ja. Gut, also wir waren stehen geblieben bei den Tscherkessen. Das waren die letzten, ne, in der Reihe. Genau, also es war nicht alles Tscherkessen, aber von den, wann ist das passiert, der Umschwung? Also Bakuk hatte mehrere Herrschaften, aber er ist eigentlich 1382 das erste Mal auf den Thron gekommen. Also bis 1382 sind eigentlich alles Tscherkessen, alles Kipchaken. Also der erste war Kipchak, zweiter Kipchak, dann gibt es einen Koresmir. Also Koresmir liegt ein bisschen unterhalb des heutigen Turkestan. Also Turkmenien, so heißt das. Turkmenien, da kommen ganz viele Kipchaken, dann kommt ein Mongole, dann kommt ein Grieche, in manchen Quellen auch als Preuße beschrieben. Was sehr interessant wäre. Ich habe nicht, der hat nur 3 Jahre geherrscht. Das war Husam ad-Din Lajin. Der hat 3 Jahre, 1296 bis 99 geherrscht. Der wird als griechisch, preußisch oder zirkassisch beschrieben. Zirkassisch ist tscherkessisch, oder? Ja. Ja. Tscherkessisch. Okay, verstehe. Da gibt es genau, es gibt später nochmal 2 Griechen. Dann gibt's auch mal war es denn unter den Mamluken so, also ging es dort um Religion? Also ich meine, von Seiten der Kreuzfahrer wurde ja dieser Kampf, ne, die Vorherrschaft, um die religiöse Vorherrschaft quasi vorgeschoben. Und in meinem gesunden Halbwissen unterstelle ich und sage, dass das natürlich nicht so gewesen ist. Forschungsdiskussion. Also da kommt auf an, mit welchen Forschern man spricht. Manche sagen, es war wichtig, der religiöse Aspekt. Manche sagen, es war wieder nicht wichtig. Also Gut, aber also die Grundfrage, eigentlich wollte ich darauf hinaus, haben die Mamluken für eine eigene Religion oder ihre eigene Religion verteidigt oder ging es am Ende wirklich nur um territoriale Kämpfe und um Machterhalt letztlich? Weißt du wie? Ja, ich weiß genau, auf was du hinaus willst. Das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil die waren ja eigentlich teilweise Naturreligionen, also die Turkmenen waren halt irgendwelche Licht-, Sonnen-, Erdgottheiten, wie auch immer. Und teilweise waren sie auch Christen Volke gewesen. Oder ja, Mongolen können auch bestimmt Buddhisten gewesen. Also es war nicht klar, was für eine Religion die jetzt hatten. Und dementsprechend ist dieses religiöse Element auch nicht so wichtig, in dem Sinne, dass sie jetzt. Also die kämpfen nicht für Allah oder sowas, ja, ne? So meine ich das. Schon, aber sie waren nicht sehr orthodox, will ich mal ausdrücken. Okay. Also nicht so katholisch. Ja. Also es gibt ja im Islam die Derwisch-Bewegung. Ja. Und da hatten sie sehr großen Anklang. Also Derwisch, also ich kenne nur den Begriff tanzt wie ein Derwisch, weil ich weiß, wie die tanzen. So. Also dieses, ne, das ist dieses Drehding da, aber mehr weiß ich zu den Derwischen leider nicht. Also das war so, oder die Sufi-Orden, also die Derwisch sind ja Sufis. Und ein Sufi ist... Okay, Entschuldigung. Ein Saufier. Und das ist quasi eine Auslegung des Islams mit sehr vielen Naturreligionen gemischt und sowas. Also ein sehr einfacher Zugang zu der Religion. Ein sehr grundlegender, so nach dem Motto, lebe gut, mache Gutes und sei mit dir selbst im Einklang und Das ist ja sowieso die Besonderheit am Islam, dass es ja nicht den Islam gibt, sondern ja gut, das ist ja so.
Christentum auch so, nicht, wa? ja, aber es wird eben gerne über den Islam gesprochen, obwohl es den Islam per se so nicht Obwohl gibt, die sondern Abweichungen zwischen Schia und Sunni kleiner sind als zwischen Evangelen und Katholiken. aber es gibt ja nicht nur die Schiiten und die Sunniten, Ja, aber in der oder? Auslegung des Islam sind die sich alle gar Sind nicht das die so. Hauptströmungen? Ja, das sind die beiden. Also teilweise sind das dann 12er Schia, 8, 6er Schia oder sowas. Also das andere sind dann so Unterströmungen, aber man kann sagen, es gibt Sunniten und Schiiten, vielleicht noch rechts und links ein bisschen was, aber die zwei Hauptströmungen, Sunni und Schia. Okay. Die Sufis sind übrigens Schia, also Schiiten. Ja. Und ja, das sind die beiden Hauptströmungen. Die unterscheiden sich das nicht so sehr voneinander, außer dieses, wer ist ein Nachfolger, wer darf Kalif sein, wer. Nee. Ja. Dass sie sich dafür auf den Kopf geben. Naja, wie auch immer. Thema für eine andere Episode. Ja, ja, Und ja, das ist schon richtig, die Sufis waren halt so eine sehr, ja, ja. halt auf so grundlegende Dinge und eine Mischmasch. Also zum Beispiel Christen fanden auch sehr gut Zugang zu zum Islam über den Sufismus. Dadurch, dass sie halt so einfach waren, also nicht quasi am Koran Wort für Wort hingen, sondern auch einfach nur gesagt haben, es gibt Allah, das ist Gott, wie bei euch. Wir haben Abraham, wir haben Jesus, und wir sind alle gleich. Auch wenn ihr ein bisschen anders berichtet, ist das egal. Wir sind alle dieselbe Religion. Das waren halt die Sufis. Und dementsprechend fanden die ja eigentlich nicht richtigen Moslems in den Mamluken viel besser Zugang zum Islam über diese Sufi-Glauben. Und dementsprechend lebten unter den Mamluken dieser Sufi-Orden sehr auf. Und so fanden sie halt Zugang zu dem Islam. Und es waren alles in dem Sinne irgendwann Moslems, haben auch viele Moscheen gebaut, also einige der schönsten Moscheen in Kairo, das sind alles Mamluken-Moscheen. Und auch in anderen Regionen bauten die schöne Moscheen und unterstützten das auch und waren sicherlich auch froh, dass sie die Kreuzfahrer rausschmeißen konnten. Sie waren aber, so wie ich es feststellen konnte oder denke, keine Fanatiker. Okay, ja. Es ging dann doch sehr viel um Machtausbau und Machtsicherung und sowas. Also dieser Machtgedanke spielte da schon eine größere Rolle, die Kreuzfahrer aus dem Land zu schmeißen, weil sie dadurch auch eine Legitimation bekommen haben. Okay. Ja. Vielleicht erzähle ich noch kurz was zum Niedergang der Mamluken. Also, wie es schon früher so war, beim ersten Mal, sie haben halt immer mehr Macht ge gewonnen, auch im Hintergrund. Also es gab zwar diesen Mamluken als Sultan, aber der war immer nur noch eine Marionette. Es gab also wenig wirklich starke Sultane, die selber die Macht hatten. Also die meisten wurden irgendwann Marionettensultane und im Hintergrund stand so ein Rat alter Mamluken. Und dementsprechend war dann immer die Machtausübung schwierig, weil dann, also nochmal zurück, warum ich eben die Salihige genannt habe. Also quasi jeder Sultan kaufte sich ja seine Mamluken. Also ein Ja. Mamluk kaufte dann neue Mamluken und machte sie zu Mamluken und baute quasi Nachfolger auf. Ja. Dann starb dieser Sultan und seine Mamluken übernahmen die, einer dieser Die Mamluken Macht. übernahm die Macht. Der kauft aber wiederum nochmal selber Mamluken. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir zwei Gruppen, die dann gegenseitig wieder konkurrieren. Die Mamluken des alten Sultans und die Mamluken des neuen Sultans. Das ist Haben sich interessant. immer Ich hatte mehr genau geschwächt, oder? das. Ja, Die haben sich geschwächt, ja. Olli, wolltest du sagen? Ja, genau. Oder Ja. dadurch schwächst du dich ja immer weiter, oder? Ja, genau. Weil du immer wieder eine Gruppe, ja, die Verlierergruppe ist im Prinzip. Ja. Also dann gab es immer wieder welche, die haben es geschafft, stark zu werden, wie eben Barkuk, den ich eben erwähnt habe. Der hat dann Ja. eine längere Zeit geherrscht, also 1382 bis 89, 90 bis 99 hat er dann geherrscht. Das sind halt schon Herrschaftszeiten, die halt relativ lang waren. Aber es gibt halt teilweise Herrscher, die haben von 61 bis 61, also ein paar Monate geherrscht. Also 1461 bis 1461. Also das ist einfach keine Herrschaftszeit, da kannst du kein nichts Ordentliches aufbauen. Ja.
Und man kann, glaube ich, so an zwei Händen abzählen, wie viel mächtige Sultane es unter den Mamluken gab. Eben durch diese internen Machtkämpfe, dass dann immer wieder versucht haben, sie einen Marionettensultan zu installieren. Und dann kam eine andere Gruppe, hat ihn getötet und neuen Marionettensultan oder irgendwann waren es auch fast nur noch Kinder, die installiert worden sind, die Kinder eines mächtigen Sultans. Denn ist dann wieder die Macht dieses mächtigen Sultans verloren gegangen. Weil wieder sich jemand aus der Riege reingeschoben hat. Genau. Also dann kann man quasi so ein paar Dynastien schon sehen. Also es gab eben am Anfang die Dynastie von Bai Bas, dem seine Söhne ein bisschen geherrscht haben, mal mächtiger, mal weniger mächtig. Zum Beispiel auch die Barkuk-Dynastie, dann gibt es einen Nasser Muhammad, der oder Qalawun, die haben es schon geschafft, in gewissermaßen Dynastien aufzubauen. Aber meistens stand mehr oder weniger auch dieser Rat der alten Mamluken im Hintergrund und hat die eigentlichen Regierungsgeschäfte geführt, was aber eben nicht zu einer Stabilität geführt hat. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Beispiel, wo es echt ganz schlimm war. Also es gab Scheik al-Mahmudi, der hat 1412 bis 1421 geherrscht. Das war schon relativ lang. Danach gab es einen Ahmed, der hat nur einen Namen, nur einen Namen, was schon heißt, wie unwichtig er eigentlich war. 1421 bis 1421, also 21, wirklich nur ein paar Wochen fast. Dann gab es einen Saif ad-Din Tattar, der hat 1421 bis 1421 regiert. Also zwei Herrschaften in einem Jahr. Und dann kam ein Nasir ad-Din Muhammad, das ist ein Namensvetter von einem sehr mächtigen Sultan, aber auf jeden Fall, der hat 1421 bis 1422 geherrscht. Also, dann kam eben Bars Bey, der nun mal sehr also mächtig war, eben 1422 bis 38. Und dann gab es wieder einen Genau Unwichtigen. deswegen will Angela Merkel keine Minderheitsregierung haben. Die hat immer die Mamluken vor Augen. Ja. Eieiei. Und dementsprechend gab es quasi die Zerstörung auch im Inneren. Und dann gab es noch ein paar Landreformen und der einzelne Mamluk wollte immer mehr Macht und das Land wurde falsch aufgeteilt. Also das arabische Herrschaftssystem basiert auf sogenannten Iktas. Iktas ist im Grunde genommen etwas Ähnliches wie Lehen, also das mittelalterliche Lehenswesen. Aber es ist so, dass du quasi Einkünfte oder Rechte bekommst. Also du bekommst das Recht, in einem gewissen Steuerkreis Geld einzufordern. Aber du hast nicht das Recht an dem Land, was im europäischen Lehenswesen so wäre. Und dieses Ikta oder die Iktas wurden neu eingeteilt und falsch eingeteilt und so wurde das Ganze, dann wurden die Einnahmen zerstört und das Geld ging zurück, die Einnahmen. Und Mamluken waren teuer. Du musstest die ja aus Tscherkessien einkaufen. Wenn man dann gerade die Karte von den Augen hat, das ist ja jetzt nicht in der Nähe von Ägypten. Das ist ja so, wie wenn wir unsere Arbeiter aus Italien einkaufen. Haben wir ja, oder? Naja, Scherz. Naja, auf jeden Fall wurde es halt immer schwerer, sich diese Kämpfer zu kaufen. Und dann kam es immer zu einer, naja, Verwässerung des Ganzen. Also es wurde nicht mehr so viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Die kamen irgendwann später, wurden mal normale Sklaven gekauft, die schon erwachsen waren. Es war halt alles nicht mal ganz so das Wahre. Also die Kämpfer wurden wirklich schlechter in der Ausbildung. Die wurde kürzer, teilweise nur noch Monate in der Ausbildung, nicht mehr wie früher Jahre. Und ja. Und im Norden wuchs dann ein sehr mächtiger Gegner. Nämlich, was denkt ihr, im Norden von Ägypten Norden. im Jahr 1400, 1500? Ich habe sie schon ein paar Mal erwähnt eigentlich. Na, die Türken wieder, oder? Ja, genau. Ah, AKA tatsächlich. die Osmanen. AKA die Osmanen. Ja. Genau. Die Osmanen, 1453 fällt der Konstantinopel und dann hatten die ja auch volle Kontrolle über den Bosporus. Und es war eigentlich der Weg, um Sklaven aus Tscherkessien zu bekommen. Das grenzt an das Schwarze Meer und die sind dann vom Schwarzen Meer durch den Bosporus, durch die Dardanellen nach Syrien gefahren, um dort die Sklaven zu verkaufen. Und dementsprechend war das jetzt quasi gesperrt, wenn die schlechte Beziehungen hatten zu den Osmanen, was sie irgendwann hatten. Und dann greifen die Osmanen auch irgendwann nach Ägypten aus.
Sie können, also es gibt die Grenzregion, heute Syrien, Türkei, da gab es noch ein paar sogenannte Beyliks. Beyliks war die so Fürstentümer in Anatolien, da gab es so ein bisschen Streit hin und her. Dann setzte sich irgendwann dort die Osmanen durch, dann war nochmal eine gewisse Friedensperiode, in dem die Mamluken sich auch nochmal in einem gewissen Maße, also nochmal ja, erholen konnten. Dann gab es zum Beispiel auch Qanshah al-Hawi, der von 1501 bis 1516 herrschte. Schon mal nochmal mit 15 Jahren lange. Aber danach war es dann um das mamlukische Sultanat passé. Nämlich innerhalb von einem Jahr eigentlich, als 1516, 17 besiegen die Osmanen die Mamluken in voller Gänze. Die marschieren in Syrien ein und marschieren bis Kairo durch. Al-Rawi stirbt in Syrien auf dem Schlachtfeld an einem Herzinfarkt und der eingerufene Nachfolger schafft es eigentlich nicht mehr, noch eine Armee aufzustellen. Und Kairo fällt und die Mamluken werden von den Osmanen geschluckt. Kann man denn jetzt davon sprechen, gibt es eine Art, gibt es, kann man das als Ethnie schon bezeichnen oder als das Volk der Mamluken? Also durch diese Verwässerung, die ja im Laufe der Jahrhunderte oder Jahrzehnte, Jahrhunderte stattgefunden hat, bin ich mir da etwas unsicher. Nein, die haben sich definitiv als Tscherkessen oder Tserkassen oder Okay. Kipchaken empfunden. Also die Schriftsprache, also die haben teilweise zum Beispiel Bücher, Militärbücher auf Tscherkessisch oder sowas verfasst. Okay. Also die konnten auch, kaum einer konnte wirklich gutes Arabisch von denen. Also die haben sich teilweise nicht mit ihren eigenen Untertanen verstanden. Also das war, die Okay. haben sich ganz klar noch als das empfunden, was sie waren. Also das war keine eigenen, Okay, eigenes Volk okay. entstanden. Gut, also es kamen die Osmanen. Die Osmanen haben alles, was irgendwie ging, erobert. Ja. Wann war das? Also 1517 fällt dann Kairo. Alles klar, 1517. Und Okay. als kleiner Ausblick auf die Mamluken, die Olli am Anfang angesprochen hat, es war dann Ja. eigentlich nicht so, oder die Osmanen haben die Regierungssysteme übernommen und sie haben in Ägypten eben dieses mamlukische System übernommen. Die haben da kein eigenes Verwaltungssystem aufgebaut oder ähnliches, sondern sie haben die Mamluken dort gelassen. Sie haben sie nur erobert und unter eigene Herrschaft gestellt. Und Ja. dementsprechend existieren auch noch Mamluken danach. Nicht mehr in Ja. der Form, wie sie vorher existiert haben, als eigenes Herrschergeschlecht und wirklich in der Größe, aber sie existieren noch. Und auf eben diese Mamluken trifft dann Napoleon. Und soweit ich weiß, baut er auch ein eigenes Regiment von Mamluken auf, an alte Zeiten anknüpfen. Das funktioniert aber nicht so wirklich gut. Ja. Also mir ist gerade noch ein wichtiges Argument eingefallen, was sehr häufig angebracht wird. Ich lese auch gerade ein sehr interessantes Buch, Licht aus dem Osten, von Peter Frankopan oder Peter Frankopan, ein sehr kontroverser Autor. Aber dem ist immer sehr wichtig das Argument der Seidenstraße. Und Seidenstraße gefasst eigentlich weiter als quasi die Handelsbeziehung Osten nach Westen. Also sehr viel Reichtum kam ja eigentlich aus dem Osten. Die Gewürze, Seide etc. Und das lag sehr lange in der Hand der Mamluken. Die haben damit sehr viel Geld ge gemacht. Moment, Sekunde, du willst mir sagen, dass die Seidenstraße in der Hand der Mamluken lag? Die Ende der Seidenstraße. Ah, okay. Ich habe das irgendwie immer mit China verbunden und Ja, also die Seidenstraße ist ja eine Vielzahl von Stimmt, es ist ja Handelsverbindungen, nicht nur. die quasi vom Osten in den Westen gehen. Also ein Ende der Seidenstraße ist die Krim-Halbinsel, die ja in der Hand der Genuesen lag. Kaffa, man erinnert sich an die Pest und so. Und das andere Ende lag eigentlich dann in Syrien und Ägypten. Also teilweise sind die ja wirklich schon an der Küste lang, also von Indien, dann nach Persien, Arabische Halbinsel, Rotes Meer, dann hoch. Und mit der Umrundung von Afrika tritt halt dann treten die Europäer auf den Plan. Und es wird quasi behauptet, dass dadurch viel Geld wegfällt, das den Mamluken eigentlich zur Verfügung gestanden hätte. Es ist ein bisschen schwierig, das Argument, weil das schon sehr früh ist, wo dann die Mamluken wegfallen. Aber das wird häufiger noch angebracht. Gut, also eine Theorie, eine These ist,
Die sind quasi ökonomisch ausgeblutet. Ja. Weil irgendwann tauchen eben die Portugiesen im Toten Meer auf und die sind komplett in Panik geraten. Die Mamluken sind die Europäer plötzlich auf der anderen Seite. Ja, das war noch sehr interessant. Weil auch ein Problem war ja auch das komplette Verzicht von Schusswaffen. Also wo? Bei wem? Bei den Mamluken? Ja. Also ein Mamluk hätte, ja, hat auf Schusswaffen verzichtet. Das war unter deren Ehre. Also Bogen und Schwert. So hätte ich mir das auch vorgestellt, ja. Also ich habe an Schusswaffen habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ja, aber die gab es ja schon zu der Zeit. Okay. Aber gut, ja. Oder Kanonen gab es ja auch nicht. Warte mal, zu welcher Zeit? Ja, Ende 1400, Anfang 1500. Genau, okay, ja. Ne, ich habe immer noch so ein bisschen dieses Kreuzfahrtzeugs und da habe ich immer nur Schwertrüstung, genau. Säbel. Damals waren sie, also zu Kreuzfahrerzeit waren sie auch wirklich Elitekämpfer. Aber sie haben sich nicht der Zeit angepasst. Genau, sie sind da stehen geblieben oder das ist halt deren Kodex, möchte man sagen. Oder? Genau. Hm. Und das war halt die Osmanen, die eigentlich mit den neuesten Militärtechniken aller der Zeit kämpften, waren denen halt überlegen. Ja, Olli, was wolltest du, Aber auch gegen Napoleon, war das da immer noch so, dass sie dann komplett auf Schusswaffen verzichtet haben? Mit der Zeit kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, aber das sind eigentlich nicht mehr die Mamluken, sondern nur die Nachfolge der Mamluken. Ich weiß auch nicht, ich glaube, die wurden nicht mehr wirklich eingekauft und es war eher so eine Herrschaftsschicht, die sich eben aus den alten Mamluken rekrutierte. Aber so genau bin ich dann nicht up to date. Okay. Mhm. Aber bei Napoleon nutzten sie definitiv auch Gewehre. Da war das ja, nee, klar. Gut, das Verbot gab es damals nicht mehr. Okay. Und es gibt ja eine sehr vergleichbare Eliteeinheit, nämlich die Janitscharen. Vielleicht auch schon mal gehört. Das waren ja die Eliteeinheit der Osmanen. Auch aus christlichen Kindern, die dann geholt worden sind, die Eltern weggenommen worden sind. Also eigentlich sehr ähnlich, auch eigentlich Sklaven. Nicht ganz so versklavt, also nicht gekauft, sondern direkt einfach weggenommen, weil die Osmanen über christliches Gebiet herrschten, wo sie das direkt nehmen konnten, war billiger. Und auch ein großer Teil dessen, warum sich die Osmanen endgültig durchgesetzt haben. Die mussten für ihre Kriegssklaven nicht bezahlen. Und die Janitscharen waren zu der Zeit noch nicht so versessen darauf, sich jeden technischen Fortsprung zu widersetzen. Ja. Okay, das war ja, also das ist ja spannend. Also wir können sagen, die Mamluken haben oder dieses, in Anführungszeichen, dieser Mamlukenstaat oder der Mamlukenstaat das, oder dieses Gebiet, was durch die Mamluken beherrscht wurde über viele Jahrhunderte und Dynastien, endete dann durch die Eroberung oder mit der Eroberung der Osmanen im 16. Jahrhundert. Ja, genau. Okay. Und die Osmanen haben die dann quasi dort gelassen, haben ihre Organisation drüber gestülpt, ihre Bürokratie, alles Mögliche und haben die da so, also beschnitten ist vielleicht ein schlechtes Wort, also haben die da halt, okay, eingegliedert, das Wort habe ich gesucht. Gut. Und damit ist quasi das Kapitel einer sehr interessanten Herrschaft, weil eigentlich einer so nicht nie mehr dagewesenen Herrschaft beendet, weil diese Form von einer Herrschaft gleichzeitig irgendwie eine Dynastiebildungsversuch, aber quasi immer Landfremde, die eingekauft worden sind, eigentlich als Sklaven, weil ein Mamluk musste Sklave gewesen sein. Du konntest kein Mamluk werden, wenn du nicht Sklave gewesen bist. Also ist in dieser Form, mir fällt zumindest keine ähnliche Herrschaftsform ein. Sehr spannend. Ja, nee, wenn man Ägypten hört und diesen Raum dort, dann denkt man zuvorderst natürlich immer an diese Pharaonen-Dynastien und all das, was es da gegeben hat. Und das war ja was völlig anderes. Ich meine, wir reden da auch über ganz andere Epochen, aber das hier ist ja echt spannend. Also wir können festhalten, es sind in jedem Falle keine Affen gewesen, sondern ganz, ganz interessant, was da vor sich gegangen ist. Und ein Hauen und Stechen, meine Fresse. Ja,
Das hat aber diese Zeit normalerweise in sich. Ja. Also. Klar. Aber doch interessant, dass, obwohl sie so lang im Prinzip geherrscht haben, dass man doch so wenig, also zumindest jetzt bei uns, so über sie weiß. Ne? Das stimmt allerdings, ja, das ist wahr. Das stimmt. Das liegt aber eigentlich an unserem Kulturkreis, weil sie waren sehr fleißige Geschichtsschreiber. Also es gibt genug Werke über sie, wo sie selber über sich berichtet haben. Man muss natürlich ein bisschen rausfischen, was stimmt und was nicht. Also ist jetzt nicht irgendwie so über eine Kultur, die außerhalb unserer Reichweite liegt, weil wir wenig über sie wissen, sondern es wird einfach wenig Wissen transportiert. Naja, das erklärt sich vielleicht auch ganz einfach. Ich meine, mal ganz im Ernst, ja. Die Mamluken waren letztlich die Kreuzfahrerstaaten von dort dann schlussendlich verjagt haben. Ja. Und warum sollten die Kreuzfahrerstaaten sich mit so einer, weißt du, also die haben natürlich... Ihre Geschichte zu beschreiben, genau. Wir wurden von Sklaven davon gejagt. Oder wie auch immer, also deswegen ist das vielleicht... Ich meine, nicht so deutlich hierher transportiert wurden. In der Schulbildung. Ich meine, ich spreche es auf Schulbildung an oder sowas. Klar, die Mamluken spielen keine wichtige Rolle in unserem Geschichtsempfinden, weil sie danach, also bis darauf, dass sie die Kreuzfahrer aus dem Heiligen Land geschmissen haben, spielt sie eigentlich für den europäischen Raum nicht mehr so die große Rolle. Also sie haben zum Beispiel versucht, Zypern zu erobern, aber... Zypern ist die spielen halt für den europäischen Raum eine ganz große Rolle, weil die haben einfach alle Kreuzfahrer, Nationen sagt man da ja nicht, aber die haben die alle einfach so, ne? Ja, die hatten auch ja die Seidenstraße unter sich, ne? Ja, klar. Also zumindest den Teil. Aber die Kreuzfahrer, die noch da waren in dem Land zu der Zeit, wo die Mamluken an die Macht kamen, so lange hätten die sich auch nicht mehr halten können. Die waren so untereinander verfeindet und die waren eigentlich nur noch in den großen Städten. Okay. Also, da hätte es nur eine mächtige, geeinte arabische Front geben müssen, was halt davor nicht passiert ist. Das war halt das Problem. Die Ayyubiden haben sich gegenseitig abgeschlachtet, statt den Kreuzfahrern eins auf die Mütze zu geben. Aber dieser Fanatismus und Hass, den man eigentlich aus den ersten Kreuzzügen kennt, der existiert ja nicht mehr so stark in dieser Zeit. Man hat sich versucht zu arrangieren nebeneinander. Und man hat miteinander gelebt, also das gab es auch. Ich meine, die haben miteinander paktiert, miteinander Handel getrieben. Und die Mamluken haben sich eigentlich nur aus dem Land getrieben, um eine Herrschaft über ein gesamtes Staatsgebiet aufzubauen. Ob das jetzt Schiiten waren, schiitische Hashashiyun, Assassinen, die sie auch aus dem Land geschmissen haben. Ja. Oder Christen, war denen eigentlich nicht so wichtig. Neben der Legitimation, die Kreuzfahrer endlich aus dem Heiligen Land geschmissen zu haben, was immer wichtig war. Na, ich denke da jetzt, weil du gerade sagtest, dass sich das quasi auf einem bestimmten Level normalisiert hat und dieses gegenseitige Abschlachten dann gewichen ist, da denke ich an meinen Aufenthalt in Jaffa. Das ist ja nun so ein schöner Ort in Israel, also eigentlich gehört das mit zu Tel Aviv, war aber früher mal ein eigenständiger Ort. Das ist ja der ältere Ort. Richtig, eigentlich ist es der Ursprungsort. Ne? Und Jaffa, Entschuldigung, ist so ein schöner Ort gewesen, wo man das gesehen, das sieht man bis heute eben noch, wie die da nebeneinander existiert haben. Ne? Ich weiß nicht, das muss auch um die 1100, 1200 irgendwas gewesen sein, keine Ahnung. Und dort hast du eben wirklich alle möglichen Religionen nebeneinander. Also das ist total interessant gewesen. Also ja, fiel mir gerade nur so ein, weil du sagtest nebeneinander und so. Stimmt, ja, das war. Ja, also 1200, Ende 1100 gab es schon ein gutes Zusammenleben der Religionen. Das hat schon einigermaßen funktioniert und es war eher realpolitische Auseinandersetzungen um Macht, um Territorien, die jetzt vielleicht religiös erklärt wurden oder religiös begründet, aber ob das jetzt wirklich alles so, so religiös war, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Ja. Naja, also sehr interessant, sehr spannend. Ja, und das war jetzt nur ein Grundriss. Ich habe versucht,
die wichtigsten Sachen einzubringen. Also es gibt noch sehr interessante weitere Episoden, die ich jetzt aber nicht möchte näher beschreiben in dieser Episode, weil ich denke, der Zeit sei genug getan. Mhm. Aber das war das erstmal eine kleine Einführung in die Geschichte der Mamelucken. Was sind Mamelucken? Mhm. Weiß man es hoffentlich besser und mehr? Mhm. Ja, genau. Und dementsprechend wird es auch vielleicht klar nochmal, warum ich am Anfang auf Tscherkessisch begrüßt habe, als eine der wichtigsten Sprachen der Mamelucken, die eben nicht Arabisch sprachen, sondern oder selten Arabisch sprachen, sondern eben also Tscherkessisch. Mhm. Ja, genau. So viel erstmal von meiner Seite zu dieser Episode. Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank. Ich danke auch. Ja, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich und interessant. Bevor wir jetzt auf Tscherkessisch auf Wiedersehen sagen, nämlich Schluckluje, Dissialoglu, können wir ja noch mal ein bisschen Hausmeisterei betreiben, wie wir das am Ende einer Folge immer so handhaben. Wir repetitieren also und geben wieder, wo ihr uns erreichen könnt. Ihr kennt diejenigen, die das also jetzt hören, ihr kennt vielleicht auch schon unsere Internetseite historia-universalis.fm, auf der ihr alle Episoden noch einmal aufgelistet sehen könnt, nachhören könnt, kommentieren könnt, wie auch immer. Dort gibt es dann auch Hinweise zu weiteren Social Networks und Kontaktmöglichkeiten. Da hätten wir zum Beispiel unseren staatlich anerkannten Facebook-Verantwortlichen Olli, der bitte nochmal ganz kurz ansagt, wo wir bei Facebook zu finden sind oder wie. Ja, unter Historia Universalis kann man uns bei Facebook finden. Unter dem @Geschichtspodcast ist es, glaube ich, noch einfacher, dann der Suche einzugeben. Genau. Dann sollte man uns finden. Jo. Dann haben wir noch bei Twitter einen Account. Twitter und dann / bla bla Geschichtspod. Was gibt es noch? Was haben wir noch? Achso, ja, per E-Mail natürlich, ne? Ja. Das war wo, Elias? Podcast. Historia-universalis.fm müsste. So ist es, richtig. Und dann noch für die älteren Herrschaften unter den Zuhörern, die vielleicht eher mal zum Telefon greifen möchten und ihren Senf dazugeben möchten, sind wir auch mittels Anrufbeantworter erreichbar. Da könnt ihr dann gerne eine Nachricht 60 Sekunden lang hinterlassen unter 0351, das ist die Vorwahl von Dresden, 841-686-20. Aber Elias, wir sind auch unter YouTube zu finden, oder? Genau, falls man unsere Sprachen auch visuell auf einem Bild sehen möchte, kann man uns auch auf YouTube folgen. Das richtet sich dann eher an die jüngere Zuhörerschaft. Das kann ich aus Erfahrung sagen, denn ich weiß, dass meine Kinder permanent auf YouTube rumwühlen. Dort ist es nicht ganz so einfach. Also wir könnten jetzt die URL ansagen, aber die ist irre kompliziert. Noch. Wenn wir mehr Abonnenten haben, richten wir sie ein. Mhm. Aber man kann uns auch einfach finden unter Historia Universalis, der Geschichtspodcast. Sollte man uns eigentlich dann auch relativ schnell finden als Kanal. Genau, richtig. Und da werden dann so sukzessive die ganzen Episoden, die ihr jetzt hört, auch nochmal als Video mit einem schönen Logo. Und ansonsten hört ihr uns da auch veröffentlicht und da können dann die Jugendlichen oder den Zuhörern nochmal nachhören, falls sie für ihre Geschichtshausaufgabe oder was auch immer etwas von Profis hören wollen. damit sind wir mit der Hausmeisterei durch. Der Feedback-Block ist abgeschlossen, ja. Richtig, genau. Und ja, mir fällt jetzt nichts mehr weiter ein. Ja, außer das schöne Hrätsche. Ich mach's mal leichter und sag auf Tscherkessisch einfach nur Tschüss. Das ist mir dann doch leichter, genau. Bis auf das Bis bald, das, was ich überhaupt nicht aussprechen kann, bevor ich dann meine Zunge Tscherkle. Ja, Tschüss, einfach Tschüss. Ja, Tscherkle, ja. Und bis zur nächsten Episode, wie wir hoffen. Genau, auf Wiederhören. Genau, bis dahin. Ciao. Sielam
Und herzlich willkommen zur neuen Episode von Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich ein Thema mitgebracht. An meiner Seite begrüße ich Olli. Namen Elias. Und Carol. Hallo Elli. Also Elli. Elli, oh Gott im Himmel, hör auf damit. Wir müssen mal von Anfang an, ich habe Hallo Elli gesagt, das ist doch scheiße, das klingt ja wie so eine Oma. Ich sage immer einen Abend, weil wir das ja abends aufnehmen. Entschuldigung, tut mir leid, ich hab's versaut. Du, Elli. Ich kenne den Namen im Kopf, habe aber Elias sagen wollen. Wirklich? Wirst du Elli genannt? In der Handballmannschaft. Scheiße. Ich habe versucht, mich gegen diesen Namen zu wehren, hat leider nicht funktioniert. Nee, Elli ist echt, meine Oma hieß Elli. Das geht so nie, nee. Also dann. Tut mir leid. Können wir nochmal von vorne? Kein Problem. Sorry. I'm sorry. Jetzt wollte ich gerade loslegen, dann lachst du. Entschuldigung. Verzeihung. Kontenance. Ja. Sielam und herzlich willkommen zu Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute habe ich euch ein Thema mitgebracht. An meiner Seite Olli. Hallo Elisa. Sorry.